Moinsen Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Runde in unserer Videoreihe Industrial Craft. Und sag mal bitte einer, wo die ganzen scheiß Fledermäuse herkommen. Das geht mir ja voll auf den Sack. Okay, gut. Daran wollen wir uns nicht länger stören. Wir haben beim letzten Mal uns ein paar Rüstungen angeguckt. Jetpacks, Badpacks, ein paar Kabel und Energiespeichermethoden. Zu den Kabeln habe ich noch was vergessen. Da schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer was an. Also, ich möchte das nur in einem Beispiel machen, und zwar nehmen wir uns mal das Kupferkabel. Jetzt mal angenommen, wir pflanzen dieses Kupferkabel über 20.000 Blöcke hinweg, keine Ahnung was, dann haben wir auch hier, wie im Real Life, bei jedem Kabel einen gewissen Verlust. Beim Kupferkabel ist es so, ich kann mit diesem Kabel, mit dem isolierten wohlgemerkt, 4 Blöcke überbrücken, ohne was zu verlieren. Ab dem 5. Block würde das Kupferkabel 1 EU alle 5 Blöcke verlieren. Ja, also auch das muss man in seine Planung mit einbringen. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel 6, 7, 8 Blöcke hat, dann hat man halt wieder einen EU-Verlust. Und je länger das wird, desto mehr Verlust hat man auf dieser Leitung. Und jetzt gucken wir uns nochmal den extremen Fall an, und zwar dieses Glasfieberkabel. Da können wir 50 Blöcke Kabel legen und da passiert nichts. Also das Ding ist wirklich eine super Sache. Da haben wir kaum Verlust drauf. Wenn ihr das zu den anderen Kabeln auch noch wissen wollt, dann schaut mal in der Wiki rein. Ist in der Beschreibung verlinkt, da möchte ich jetzt nicht explizit drauf eingehen. Weil ich meine, dieses Kupferkabel und dieses Kabel hier, das sind so die, die ich am meisten verwende. Und ja, das nochmal als kleiner Nachtrag zum Thema Kabel. Jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, okay. So, dann kommen wir so langsam mal ins eigentliche Geschehen von Industrial Craft rein. Denn wir wollen uns heute nochmal ein bisschen damit beschäftigen, wie erzeuge ich denn überhaupt Energie? Wir haben das gestern oder beziehungsweise vorgestern, wie auch immer die Folgen rauskommen, weiß ich noch nicht so genau, schon mal gesehen, dass es so genannte Solarpanels gibt. Ja, haben wir hier. Die produzieren nicht viel. Das Inventar sagt 1 EU pro Tick max. Also das ist wirklich nicht viel. Das Ding ist leer. Gucken wir uns das mal an. Ja, das ist wirklich sehr langsam, was da so reinkommt. Gut. Sei erstmal dahingestellt. Hier haben wir einen Generator. In diesem Generator können wir Holz, Kohle, Holzkohle geht auch, oder alles mögliche, was brennt, können wir da reintun. Ja. Ich werde das Ganze mal mit ein bisschen Kohle vormachen und dann schauen wir mal, was da dann rauskommt. So, da sind wir auch schon wieder. Und zwar, das Inventar sagt, wir kriegen daraus 10 EU pro Tick. Das ist schon mal das Zehnfache von einem ganz normalen Solarpanel. Wir gucken uns jetzt mal an, was wir da reintun können. Wir haben einmal die Charcoal, also die Holzkohle, die normale Kohle und es gibt diese sogenannten Kohleblöcke. Gut, wir testen das mit Charcoal. Weg ist das Ding und wir gucken uns mal an, wie schnell die Buttbox sich jetzt auflädt. Und ihr seht schon, das geht um einiges schneller hier. Ja, also das Ding reißt schon einiges mehr als so ein Solarpanel. Und dafür, also in Anbetracht der Situation, dass die Solarpanel recht kompliziert herzustellen sind, würde ich mir lieber irgendwo einen Kohlegenerator hinstellen. Klar, ich brauche irgendwo Holzkohle her oder so. Das ist kein Ding. Das können wir dann auch so produzieren, aber wir könnten halt viel einfacher mit dem Generator, also mit so einem normalen Kohlegenerator, Energie produzieren. So, jetzt haben wir schon gesehen, wir hatten die 121, die waren vorher vom Solarpanel drin, da sind nochmal 4000 dazugekommen. Interessant. Mal gucken. Wir gucken uns nochmal die normale Kohle an. Da müssten eigentlich auch 4000 rauskommen, also müssten wir gleich bei 8000 sein. Und dann schauen wir uns nochmal an, was so ein normaler Kohlblock dann so reinhaut. Ich bin gespannt. Gut, der hier ist sogar gleich durchgelaufen, sehr gut. Genau, 8121. Gut, dann schmeißen wir nochmal den Kohlblock hinterher. Und gucken mal, was der so reißt. Und wir sehen uns, glaube ich, mal nach einem kurzen Cut wieder, weil ich glaube, das dauert ein wenig länger. Bis gleich. So, bitte nicht wundern, ich habe das Ganze hier, was ihr gerade gesehen habt, ein bisschen beschleunigt, per Zeitraffer quasi. Die Buttbox ist tatsächlich voll mit diesem einen Kohleblock und das Ding brennt immer noch. Das heißt, der Generator ist auch gleich voll. Die eine Buttbox reicht gar nicht aus, um alles aufzufangen. Ja, also da, wenn ihr da ein paar von diesen Kohleblöcken reinschmeißt, habt ihr auf jeden Fall erstmal genug Energie, um ein paar Gerätschaften zu betreiben.
Gut. Dann als nächstes nehmen wir uns mal eine Buttbox. Übrigens, Solarenergie wie im echten Leben bei Nacht. So gut wie nichts, ja. Also da kommt nichts an. Das war hier noch ein bisschen Reststrom, was im Solarpanel drin war. Aber die produzieren natürlich im Dunkeln keine Energie. Gut, dann schauen wir uns das nächste Mal an. So, dann weiter im Text. Ich habe hier mal ein kleines Wasserkraftwerk aufgebaut und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, Wasserkraft überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Ja, wir gucken uns das hier mal an. Das geht extrem langsam. Jetzt gucken wir nochmal beim Solarpanel. Sogar das läuft schneller, ja. Ja, die machen 0 bis 2 EU per Tick Max. Ja, ist schon blöd irgendwie, so ein Wasserkraftwerk. Aber wir haben die Möglichkeit, hier entweder manuell oder später vielleicht auch per Automatisierung hier Wassereimer reinzusetzen. Da kommt da Wasser rein und dann passiert das hier. Ja, und wenn man dann jetzt so, ich sag mal, so ein paar 5, 6, 7, 8, 9 von diesen Watermills in Reihe schaltet und das Ganze mit Wassereimern automatisch befüllt, dann kann man da doch schon einiges an Energie rausschöpfen. Aber so an sich sind diese Watermills sehr, sehr ineffektiv. Sagen wir das mal so. Ja, der müsste gleich fertig sein mit seinem Wasserschub. Ja. Und jetzt geht's wieder im alten Trott weiter. Ja. Das zum Thema Wasserkraft. Und ich denke mal, wir gucken uns dann schon mal den nächsten Schritt an. Bis gleich. So, der ein oder andere ahnt vielleicht schon anhand dieses komischen Gebildes hier, was als nächstes kommt. Nämlich die Windenergie. Und hier habe ich mal einen Steinhaufen bzw. einen Steinturm aufgebaut, um euch mal zu zeigen, mit was für ein Aufwand effektive Windenergie zu tun hat, ja. Also, man muss da schon ganz schön weit nach oben, um diesen Wind effektiv nutzen zu können. Aber zunächst mal gucken wir uns eine Windmühle an. Was passiert, wenn wir die denn hier unten hinstellen? Dann mal eben eine Buttbox daneben. Jetzt passiert was. Es geht auf jeden Fall schon mal schneller als ein Wasserkraftwerk. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Ich habe hier schon über dieses Windmeter, was wir uns schon mal angeguckt haben, den recht effektiven Punkt rausgesucht. Allerdings muss man dazu sagen, dass es hier nicht wirklich besser wird. Hier wird es schon wieder weniger in der Höhe. Okay, also wir nehmen einfach mal diese Höhe hier an als das Optimum und setzen da auch nochmal eine Windmühle hin und setzen da nehmen wir nochmal eine Buttbox. Und ihr seht schon, das geht wesentlich schneller als die Buttbox, die sich unten befindet. Also das macht schon ordentlich was aus mit dieser Windenergie. Wir sind hier jetzt bei 400. Mal gucken, was unten abgeht. Der müsste ja locker gleich überholt sein. Ja, hat er locker. Gut, also wir kommen hier oben um einiges besser weg als unten. Ja, das sind halt diese Standard-Windmühlen. Es gibt natürlich noch eine andere Art, die ist auch seit kurzem erst, glaube ich, in Industrial Craft mit dabei. Und zwar die sogenannten Kinetic-Windgeneratoren. Die gucken wir uns jetzt mal an. So, dann kommen wir zum nächsten Part und zwar gucken wir uns mal die kinetischen Windgeneratoren an. Ja, wir haben hier so ein lustiges Gerät, das ist jetzt ein Kinetic-Windgenerator. Es steht hier Error, Rotor is missing, ja, die Dinger sind ein bisschen aufwendiger. Und wir haben hier verschiedene Versionen von diesen Rotoren, die brauchen verschiedene Windstärken, um zu arbeiten. Das Holzgerät ist natürlich das Einfachste, was man nehmen kann, der braucht nämlich nur 10 MCW. Dann haben wir hier das Eisengerät 14 und Steel braucht 17 und haben wir noch Carbon, was 20 MCW braucht. Nur mal kurz zum Zeigen, wir haben hier 23,9 Grad, also könnten wir zum Beispiel den Carbon-Rotor nehmen. Gut, das machen wir mal. Pflanzen wir den mal da rein. Ich hatte das hier schon mal ausprobiert. Ja, und der macht ein bisschen Saft. Hat auch eine lustige Animation mit dabei, das dreht sich. So, jetzt ist das Problem, wenn ich hier jetzt eine MFSU ansetze oder so, kommt da keine Energie rein. Warum nicht? Ganz einfach, wir brauchen noch einen kinetischen Generator, der hier an der richtigen Seite sitzen muss. Ich hoffe mal, das war jetzt richtig rum, ich bin mir nicht sicher. Nein, da brauchen wir einen Hilfsblock für. Dann nehmen wir uns mal kurz ein bisschen Stein mit dabei. Mit einer Wrench könnte man es jetzt auch drehen, aber wir machen das mal eben so. Und dann produziert er nämlich schon ein bisschen EU, nämlich 83. Das ist gar nicht mal so wenig. Und jetzt setzen wir hier hinten mal eine Battery Box bzw. eine MFSU dran und das geht ganz schön ab. Ja, also diese kinetischen Windgeneratoren sind wirklich eine ganz nette Geschichte. Die hauen einiges raus, muss ich ja gestehen. Gut, was wäre jetzt, wenn die Windstärke nicht ausreichen würde? Dann bleibt das Ding stehen und produziert einfach gar nichts mehr. Was haben wir jetzt für einen Wind hier? 35, das wird immer mehr, okay. Deswegen produziert er auch so viel. Ja, also ihr seht schon im Spiel, kann es sein, dass die Windstärken schwanken. Aber ich denke mal, wenn man genug von diesen Geräten hat, dann hat man auf jeden Fall ausgesorgt. Wir sehen schon, also hier kommt wirklich viel zusammen. Ja, der macht 89, ja, fast 90 EU pro Tick. Das ist schon
Eine ganze Menge, würde ich mal behaupten. Gut, jetzt nochmal kurz einen Vergleich. Wir gehen hier mal ein bisschen weiter runter. Es ist gerade sehr windig, muss ich ja gestehen. Also das ist ganz schön heftig gerade. Gehen wir mal hier hin. Hier so ein Kinetik-Windgenerator. Da tun wir ein Carbon-Ding rein. Kein Platz für einen Rotor. Verdammt. Ich wollte euch eigentlich mal eben zeigen, wie das aussieht, wenn wir nicht genug Wind haben. Wind to weak vor Rotor. Genau, der Wind ist einfach zu schlapp oder zu schwach. Ja, also dann funktioniert das Ganze nicht. Dann müsste man hier halt gucken, ah, jetzt hat er ein bisschen Wind bekommen, dass man dann eventuell einen anderen nimmt, wie zum Beispiel diese Holzdinger. Die gehen eigentlich überall. Ja. Außer man baut das Ding vielleicht in der Höhle auf. Sag mal. Ich glaube, es geht los. Naja gut, das zum Thema Kinetik-Windgeneratoren und Kinetik-Generatoren. Wobei bei den Kinetik-Generatoren müssen wir vielleicht noch das ein oder andere Mal drauf zurückkommen. Aber das sehen wir dann. Wir gucken hier nochmal rein. Es kommt wirklich eine ganze Menge zusammen. Also das sind ganz nette Anlagen. Bisschen teurer herzustellen als die normalen Windräder. Aber das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, das zum Thema Windenergie. Okay, dann noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Windenergie, beziehungsweise in Bezug auf die Rotoren. Wir sehen es schon, die Dinger haben hier so eine Energieleiste, das heißt, die gehen irgendwann kaputt. Hier wird das auch angezeigt, dieser Holzrotor hat noch 93% von seiner Haltbarkeit, danach geht er kaputt. Also sind diese Gerätschaften auch so ein bisschen wartungsintensiv. Wir gucken mal, wie das hier oben bei dem Carbonrotor aussieht, der müsste ja eigentlich ein bisschen mehr aushalten. Zumindest sollte man davon ausgehen. Gucken wir da mal rein, mal sehen. Ja, der ist immer noch bei 99%, obwohl der länger läuft als das Holzding, also wie gesagt, besseres Material, gleich weniger Wartungsaufwand. Wenn die das mal im Real Life so machen würden, meine Fresse, ey. Okay, gut. Dann soll das gewesen sein. Wir haben hier einiges an Energie produziert. Leute, sag mal, wollt ihr mich eigentlich völlig verarschen? Das ist mein Wasserkraftwerk, kein Squid-Kraftwerk. Naja, gut, okay. Also, sei nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben uns diese Folge mit Energieerzeugung beschäftigt, zumindest die leichten Arten. Das geht nämlich noch viel komplizierter, da gucken wir uns aber ein anderes Mal ein bisschen um. Nämlich haben wir einmal das Ganze mit den Generatoren gemacht, ganz normal Kohle, ein Solarkraftwerk, Wasserkraft und Windkraft. So, wenn dann noch irgendwelche Fragen sein sollten, schmeißt es einfach mal in die Kommentare rein oder irgendwelche Vorschläge nehme ich auch gerne an. Und dann war es das mit dieser Runde vom Industrial Craft 2 Tutorial. Von unserer Videoreihe wohlgemerkt. Wenn ihr die ganze Playlist haben wollt, guckt einfach in die Beschreibung, da ist das verlinkt. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da oder ein Abo, das wäre richtig cool. Und dann haut rein, bis zur nächsten Runde. Tschüss!